Hallo Bert, sind Sie zu Hause? Hat mich jemand gerufen? Oh ja, das war ich. Wir sind mit Ihrer Schwester hierher gekommen. Ihr Baum ist nämlich umgefallen, wissen Sie? Nachtigallen? Was ist mit den Nachtigallen? Nein, Ihre Schwester, Rosi Eremit. Ihr Baum ist umgekippt. Jetzt hat sie leider kein Zuhause mehr. Rosi, meine Schwester hört nicht mehr. Oh je, das ist schlimm. Nein, kann sie bei Ihnen wohnen? Sie hat doch sonst niemanden. Was? Sie möchte hier landen haben? Nein, tut mir leid, sowas habe ich nicht. Nein, sie hat kein Zuhause mehr. Kann sie bei Ihnen hier wohnen? Hier bei mir wohnen, meine Schwester Rosi? Aber das geht nicht so mir nichts, dir nichts. Wir sind Eremiten. Wir leben allein. Da muss ich auf jeden Fall erst einmal aufräumen. Nein, das ist doch gar nicht nötig. Ich hol sie her, einverstanden? Danke, dass ihr mitgekommen seid. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ja, stimmt. Irgendwie war es doch ganz lustig. Ja, wo nur Maya bleibt, ich hab schon wieder riesen Kohldampf. Hä? Wow, die habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Sie sieht ja noch toller aus als diese Renate da. Reseda, Bienchen, Reseda. Jedenfalls sieht sie noch viel leckerer aus. Beschreib sie mir doch mal, Bienchen. Sie sieht aus wie ein grüner Stern mit vielen Härchen daran und Kügelchen am Ende. Die sehen aus wie Gelee oder Tau. Gelee oder Tau? Oh nein, das ist Sonnentau! Pass auf, Bienchen, das ist eine sehr gefährliche Pflanze. Oh je, die ist aber klebrig. Meine Füße, ich komm nicht mehr los. Hilfe! Irgendwas passiert hier, Rosi. Ich hab Angst. Ich komme ja schon. Ich schüttel dich runter wie einen reifen Apfel. Oh, oh je, ist das anstrengend. Ja, ja. Gib mir deine Hand, Willi. Ja, ich hab. Was für ein Glück. Ist alles in Ordnung, Willi? Ja, ich bin zwar steinalt und sehe fast nichts mehr, aber das Köpfchen funktioniert immer noch, kleines Bienchen. Genau, große Rosi. Und Tappi! Und Tappi! Hüpfen, so wie der Flip. Und Tappi! Und nochmal. Hoffentlich bin ich willkommen. Hallo, meine kleine Rosi. Hallo, Bert! Ich kann zwar nicht gut hören, aber ich freue mich riesig, dich zu sehen.